So, dann schauen wir mal, was in der Bücherregal ist. Da was Interessantes finden. Seid bereits gut, oder? Okay, wir sollen stets nach Schatzkisten aus dem Schon in der Welt, okay. Machen wir das. Das heißt, vielleicht ist ja was hier drin. Zypressenstock, okay. Hier ist natürlich nichts drin. Drehen wir uns mal fix um. Ah. Bist du denn? Hallo? Jo. Also das kennen wir ja. Die Säcke an der... Achso, die Säcke an der Wand können wir auch. Okay. Ja, das sind, glaube ich, nur die Perspektiven, die wir dann mit auswählen können, zusätzlich. Ja, lass mich doch hier. Lass nicht hören. Tschüss. Eine viele Weihwasser. Und? Einfaches Gewand. Okay. Gegengift. Da scheinen wohl mehr Kräuter drin zu sein. Und Kleinigkeiten. Ja. Toll. So, mit Kreis bzw. mit Tasten können wir hier gucken, was wir hier noch im Beutelchen haben. Da Inhalt ansehen. Transfer. Ne, der wird uns nichts bringen. Können wir den eventuell auch schon wieder verkaufen. Und zwar vielleicht etwas stärkere Waffen zu Anfang doch vielleicht uns kaufen. Können wir mal gucken. Kampieren wir und hausen wir mal hier weiter rum. Ah, der Typ voraus. Warte mal, hier ist noch ein Haus. Das heißt, wir gehen erstmal noch hier rein. Guten Tag, Omi. Ah, du hast hier was für mich. Was ich alles haben möchte. Oh, zwei Schränke. Gegengift. Und... nix. Noch was. Okay, tschüss, Omi. Dann gehen wir mal hier... bei ihm im Verkaufen. Ah, der hat schon neue Sachen für uns. Ein Lederhütchen. Ein Lederschild für 70. Achso, damit kann ich zurück. Okay. Einmal das. Und für 5 das auch noch. Okay, machen wir das mal weg. So, wir haben 3 Heilkräuter. Das sollte eigentlich... sollte eigentlich gut vielleicht auskommen. Zü. Wir laufen jetzt fix nach hinten raus. Hat er das auch noch ein Geschäft? Ah, ne, da gehen wir jetzt nicht gucken. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Gehen wir hinten raus südlich, müssen wir hin. Das heißt, hier schon südlich, da vorne war nördlich. Und dann gehen wir mal gucken, wo wir finden. Hier hätten wir unten schon verlaufen, wir sind einfach nur durch die Stadt gegangen, um Abkürzung zu nehmen. Du Vögelchen. So, da hinten sehe ich auch im Hintergrund schon den Wasserfall. Den er mitsieht. Ja, oder eine P können so vollständig aufgefüllt werden, ja. Ich sehe jetzt keine Kiste, aber wir können mal so querbeet einlaufen. Vielleicht gehen wir auch so über den Hügel oder so. Mal schauen. Ah. Da sind unsere ersten Gegner. Nehmen wir mal den direkt in der Mitte. Der scheint ein bisschen stärker zu sein. 4er Schaden. Oh, die machen auch 3. Ah, kümmern wir uns denn noch erst um den hier. Ah, vielleicht noch den dahin und den dahin. Möp, möp.
Wir verlieren krass schnell viel Leben, wenn wir da nicht aufpassen. Okay, der erste ist futsch sozusagen. Ja, unser Jengis ist anscheinend ein Tank und wir so eine Supporter-Mischmasch. Da jeder sowieso verzaubern kann und zaubern kann, wird es eh nachher der Rest laufen, dass vielleicht jeder was von etwas kann. Eine Sache besonders gut und die anderen dann so nebenbeiläufig. Gucken wir mal. Jetzt geht es erstmal weiter zum Wasserfall. Da sind Schilder, wo wir noch schauen können, wo wir hin können. Nebenbei haben wir auch die Geräusche beim Laufen, Pferdegeräusche, wie die Kutsche hinterherkommt, weil wir sozusagen alles in einem sind. Und wir uns daher mit fortbewegen sozusagen. Oder die mit uns sich dazu bewegen. Nur nicht mit uns kämpfen, nur der Jengis ist dabei. Doch nicht immer auf mein Hauptcharakter. Tschüss. Komm, Jengis, mach du auch noch einen. Tschüss. Das heißt, sie haben 6 oder 5 Leben. Der kleine Slimechen. Ja. 7. Oder? Weiß es nicht. Oh. Wir sollten mal vielleicht. Unsere Heilkräuter benutzen. Damit wir wenigstens vor der Höhle noch rankommen und nicht schon sterben. So, da ist die und lauf! Ich glaube, sobald wir auf der Brücke sind, kann uns keiner mehr angreifen. Nacktschnecklis. Ja, 2 auf 1. Ja, küss ihn doch ganz herzlich auf den Mund. Mann, kalt. Jawohl. Schnitzer durch seinen ekelhaften, glibberischen Bauch. Tschüss. Beide tot. Könnt auch mal Heilkräuter da lassen. Oh, 2. Stufe schon. Der Jengis. Wie selbst aber noch nicht. Ah. König Tod. Oder Trode. Trode. Naja, sehen wir ja. Den. Die Höhle. Den. Wen als erstes? Ich glaube, den als erstes. Komm. Nimm mal Daumen drauf. Auch noch ausgewichen. Eieiei. Komplett ausgewichen. Das ist natürlich nicht geil. Der konzentriert sich. Schauen wir, dass wir jetzt den Konzentrierten wegkriegen. Oh, das wird natürlich tödlich von uns ausgehen. Fähigkeit haben wir keine. Gepäck. Benutzen. Flash. Gepäck. Oh nein, wir haben nichts bei dem reingepackt. Ah ja, das ist natürlich jetzt scheiße. Na, wir sterben gleich. Das war's mit uns. Einer schon weg. Können wir denn fliehen? Egal, wir probieren es einfach noch weiter zu kämpfen. Das war's. Shit. Tod. Wo kommen wir im Endeffekt raus?
kommen wir raus, das schauen wir jetzt. Goldmünzen auf Hälfte reduziert, alles klar. In der Kirche, okay. Dann gehen wir wieder direkt zurück und ich würde sagen, aber ich mache einen kurzen Shop und level mich etwas hoch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin, tschüss.